Recht herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Vorarlberg Live am Freitag, dem 23. April. Bevor wir hier spannende Gäste im Studio begrüßen dürfen, ein kleiner Blick auf die aktuellen Corona-Zahlen. Wie die aktuellen Zahlen zeigen, haben wir in Vorarlberg heute die Inzidenz von 200 überschritten. Genau genommen sind wir bei 204. Das bedeutet 1560 aktiv positive Fälle und der Bregenzer Wald bleibt der Hotspot. Alle Zahlen für Vorarlberg gibt es natürlich im Follow-the-Special detailliert aufgelistet. Das Land Vorarlberg hat heute gemeldet, dass die Marke von 100.000 geimpften Menschen überschritten wurde. Das sind jetzt rund 30% und davon haben schon 34.000 die Zweitimpfung erhalten. Und es gibt noch gute Nachrichten, über die man sich vor allem in der Gastronomie freuen wird. Am 19. Mai wird die Sperrstunde in der Gastronomie auf 22 Uhr ausgeweitet. Alle Infos dazu gibt es auf voll.at. Doch jetzt werden wir zwar bei Corona bleiben, aber den zwischenmenschlichen Bereich etwas näher beleuchten. Babyboom konnte bisher ja keiner in Österreich verzeichnet werden. Dafür kann es in Beziehungen durchaus zu Verstimmungen und Konflikten kommen. Und darüber wollen wir jetzt mit Paartherapeutin Miriam Spieler sprechen. Vielen Dank für den Besuch im Studio. Danke für die Einladung. Frau Spieler, welche Beobachtungen haben Sie denn jetzt so gemacht seit Beginn der Pandemie? Jetzt sind wir schon seit 12 Monaten in dieser Coronavirus-Pandemie. Kommen mehr Paare zu Ihnen, die Hilfe, Rat, Beratung suchen? Also die Anfragen sind da. Ich weiß auch von Kolleginnen und Kollegen, dass es Wartelisten gibt und dass es oftmals schwierig ist, relativ zeitnah auch einen Termin zu bekommen. Ich würde gerne noch was vorausschicken, bevor ich aus meinem Alltag berichte, aus meiner Praxis für Paare. Ich finde das, also in meiner Brust schlagen sozusagen zwei Herzen. Ich bin ja ursprünglich aus der sozialen Arbeit und habe 15 Jahre lang in Vorarlberg als psychosoziale Beraterin auch gearbeitet. Und ich möchte uns einfach allen in Erinnerung rufen, dass es Familien gibt, Paare gibt, die mit Armut zu kämpfen haben, dass es Familien gibt, die die Gewalt täglich oder regelmäßig erfahren, dass es Kinder gibt, die nicht mehr aus ihrem Bett aufstehen wollen, dass es Jugendliche gibt, die sich selbst verletzen und sich selbst schädigen. Und wir haben viele, viele Menschen, viele Berufskolleginnen und Kollegen von mir, die nicht nur ihre eigenen Familien jonglieren in dieser Zeit, sondern auch sich auf den Weg machen, um diese Familien zu unterstützen, die an die Betten stehen zu den Kindern, die Extradienste verrichten in den Kliniken. Und ich finde, ich möchte meine Wertschätzung und meinen Respekt einfach hier auch ausdrücken für meine Kolleginnen. Mhm. Dann bleiben wir gerade kurz bei dem Thema. Sind wir im Vorarlberg so gut aufgestellt, dass man, also gibt es genügend Fachpersonal unter Anführungszeichen, die diesen ganzen Ansturm von Familien, die entweder selbst Probleme haben oder mit Kindern Probleme haben, die in dieser Pandemie leben, dass die alle eben einen Termin kriegen, Platz haben? Ich weiß nicht, ob ich da die richtige Person bin, um diese Frage zu beantworten. Was ich sagen kann, dass die Kinder- und Jugendpsychiatrischen Stationen eben Wartelisten haben, dass viele Kinder nicht gleich aufgenommen werden können, viele Jugendlichen auch wieder nach Hause gehen und es einfach auch zu der Nachversorgung nicht so schnell kommt, wie es vielleicht wünschenswert wäre. Mhm. Aber ich glaube, jeder tut, was er kann. Und ich finde es einfach auch an der Zeit, dass wir diese Berufsgruppen wertschätzen und ihnen da zeigen, hey, ja das ist eigentlich hochprofessionelle Menschlichkeit, möchte ich das nennen. Mhm. Wie gehen Sie selbst damit um? Ein Tag hat bekanntlich nur 24 Stunden, ein Arbeitstag eigentlich 8, maximal 12, sollte man meinen. Wird dann doch noch jemand schnell reingeschoben oder ein Paar, wo man sagt, ja, ich will euch helfen, also kommt es halt am Abend oder wie auch immer? Ja, ich glaube, wer in unserem Berufsfeld tätig ist, der macht kaum Dienst nach Vorschrift. Also egal, jetzt ob im Angestelltenverhältnis oder auch in der Selbstständigkeit. Und da wird schon mal noch eine Kinderbetreuung organisiert oder noch einmal länger im Büro gearbeitet, damit wirklich Paare in Not oder auch Familien in Not einfach eine erste Hilfe bekommen. Da gibt es auch mal, das weiß ich auch von Kolleginnen, auch mal einen Termin am Samstag oder wirklich am späteren Abend. Also das macht uns, glaube ich, auch aus, dass wir da versuchen, wirklich auf die Bedürfnisse der
der Menschen zu reagieren. Leid berührt einen, also das ist ja nicht, dass uns das kalt lässt. Das macht auch unsere Professionalität aus, finde ich, dass wir berührbar sind und manchmal vielleicht auch was mit nach Hause nehmen und einfach auch, ja, wir müssen Strategien erlernen. Wir brauchen gute Netzwerke, um auch immer wieder zu unterscheiden. Das ist ganz tragisch, aber schlussendlich ist diese Geschichte jetzt nicht mein Leid. Also ich denke, das ist ganz was Wichtiges in unserer Sparte. Kann man das dann selbst verarbeiten oder braucht man selbst auch Hilfe, Mediation oder was auch immer dazu? Also das ist ganz was Wichtiges. In allen psychosozialen Berufen gibt es supervisorische Begleitung, das heißt andere Fachpersonen, mit denen man bestimmte Problemfelder, auch Problemlagen von Familien bespricht, Themen bespricht und ganz wichtig auch, wie es einem selber damit geht. Wichtig auch ein Team. Ich habe in meiner Selbstständigkeit natürlich kein Team mehr sozusagen im Hause, aber ich habe eine Gruppe in Deutschland mit Paartherapeutinnen und Paartherapeuten. Und das ist so der Vorteil oder dieser Gewinn, den ich jetzt merke, dass wir uns wirklich einmal im Monat treffen können und zwar über Zoom. Also ich würde sicher nicht jeden Monat irgendwo nach Norddeutschland fahren oder nach Kassel oder sonst wohin. Also das ist so die Chance, die sich auch aufgetan hat. Um nochmals zurückzukommen zu meiner Eingangsfrage. Ich habe es bei der Überleitung auch etwas überspitzt formuliert, dass der Babyboom sozusagen ausgeblieben ist. Das ist etwas, wo man letztes Jahr gesagt hat, vielleicht gibt es jetzt einen Babyboom, weil wir alle im Lockdown sind. Aber grundsätzlich und ernsthaft gefragt, ist es so, dass diese Pandemie sehr zwischenmenschlich für die Paare so eine harte Zeit ist, dass sie merken, dass mehr Paare zu ihnen kommen, weil sie Rat und Hilfe suchen? Also was wir ja wissen, wenn wir so einen Blick in die Vergangenheit werfen, so große Krisen, große Umwälzungen in der Gesellschaft haben oft zur Folge, dass es zu einem Anstieg von Scheidungen kommt, aber auch zu einem Anstieg von Verheiratungen und von Geburten. Interessanterweise reguliert sich das dann ein paar Jahre später wieder, aber das kennen wir aus unserer Geschichte, von nach Wirbelstürmen zum Beispiel oder größeren Erdbeben, solchen Dingen. Interessant finde ich, und das deckt sich so meine Beobachtung auch mit Studien, die momentan ja alle am Laufen sind. Also es gibt ja noch nicht wirklich Zahlen dazu, das ist auch noch zu früh. Aber es gibt Ländervergleiche und es zeichnet sich so ein bisschen was ab, dass es so drei Gruppen gibt, sage ich einmal. Die eine Gruppe an Paaren oder von Paaren, bei denen absehbar ist, da kommt es zur Trennung. Also das, die streben dann eine Scheidung an, für die ist die Entscheidung klar. Das merke ich auch in der Beratung. Also ich habe einen beträchtlichen Anteil an Trennungsbegleitungen und an Paaren, die wirklich so kurz vorm Absprung sich erst melden. Das ist dann sehr, sehr schade, sehr spät. Aber natürlich ist es auch sinnvoll, in der Trennung sich begleiten zu lassen, gerade auch wenn Kinder da sind. Da sind so viele Emotionen, so viele Bedürfnisse, die Beachtung finden sollten. Und das ist gut, wenn man sich auch begleiten lässt. Mhm. Spannend, die zweite Gruppe an Paaren, die sogar eine intensivere Zeit miteinander erleben. Also wo sich die Beziehung noch verbessert, noch, die wachsen noch näher zusammen. Und die dritte Gruppe, das ist eine sehr spannende Gruppe, finde ich, die so in der Krise erkennen, bei uns läuft es nicht gut. Also die merken, dass so möchte ich nicht alt werden mit dir, wir müssen was tun. Also diese Paare machen sich auf den Weg. Das sind natürlich auch die Paare, die mitunter in eine Beratung gehen, weil sie was verändern möchten. Und ich denke, dort liegt auch so diese, von der Übersetzung her, was Krise bedeutet. Krise bedeutet eine große Gefahr, natürlich, aber eine Krise bedeutet auch eine Chance, sich selbst und auch die Beziehung auf neue Beine zu stellen. Also die Krise zeigt uns auch in der Beziehung sozusagen, also wenn man das übersteht, dann übersteht man wahrscheinlich alles andere auch. Weil es ist ja keine das wäre die zweite Gruppe, ja genau, wo so näher zusammenwächst. Und was man sagen kann, die Probleme, mit denen die Paare kommen, sind nicht anders als vor der Pandemie. Also die kämpfen mit denselben Themen. Nur die Corona-Pandemie, die ganzen Beschränkungen, die Isolationen, die Mehrfachbelastungen, die kommen dazu. Und was wir auch merken und was wir auch eben aus der Geschichte kennen, solche großen Umbrüche sind Übergänge und werden zum Prüfstand.
Also wirklich zum Prüfstand, was bedeutet das jetzt für uns? Was machen wir jetzt? Leiden wir sozusagen weiter oder wollen wir das in die Hand nehmen? Und wenn wir zur Gruppe 1 nochmals zurückkommen, also jene Gruppe, die sich ja dann wirklich trennt, ist dann für viele da eigentlich Corona, ja, ich sag mal, oftmals braucht man Grund oder es ist so ein Tropfen, der letzte Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt oder wie auch immer, oder dass sie jetzt einfach einen guten Grund haben zum sagen, ja, okay, komm, das hat mit uns keinen Sinn, lassen wir das lieber, das Ganze. Also ich habe kein Paar, das sich aufgrund von Corona trennt. Ich habe auch kein Paar, aber das mag bei Kolleginnen anders sein, das sich aufgrund von Corona für eine Paartherapie anmeldet. Paare melden sich an, weil sie vielleicht keinen liebevollen Umgang miteinander haben. Paare melden sich an, weil sie sich in Konflikten, weil sie nicht aufeinander eingehen können oder weil sie sich nicht vom Partner unterstützt erleben, wenn es ihnen nicht gut geht. Und diese Probleme hatten sie schon vorher. Aber das im Prinzip, das kennt ja vermutlich jeder, der schon einmal verliebt war. Am Anfang ist es alles wunderbar und die rosa-rote Brille und irgendwann stellt sich dann doch der Alltag ein und dann wird es anders und dann heißt es ja auch an einer Beziehung zu arbeiten. Oder ist das der falsche Ausdruck? Darf man es nicht arbeiten nennen? Oder, das ist sehr verbreitet, das als Arbeit zu benennen. Mir persönlich gefällt der Ausdruck gar nicht. Ich finde Arbeit super, aber ich arbeite gerne in meinem Büro. In meiner Beziehung lasse ich mich gerne fallen, fühle ich mich gerne aufgehoben. Also ich finde diese Beziehungsarbeit vielleicht ein bisschen unglücklich gewählt. Ich vergleiche es gerne damit, Liebe, wenn wir uns ans Verliebtsein erinnern, die Liebe ist ja am Anfang wie so ein Geschenk. Das haben wir plötzlich, das ist da, wir sind verliebt, die Hormone spielen verrückt und alles ist so leicht. Also den anderen wertzuschätzen ist so leicht, es ist leicht zu erkennen, was der Mensch alles Tolles an sich hat. Und wenn dann die Hormone wieder so ein bisschen auf Normalstatus kommen, dann geht's los, dann wird's interessant. Und dann geht es darum, die Liebe fürsorglich zu behandeln, die Liebe zu pflegen, auf die Liebe gut zu achten. Und ich vergleiche es gern damit, lieben ist ein Tunwort. Also lieben ist ein Verb. Das spricht, also das drückt es vielleicht aus. Liebe ist keine Selbstverständlichkeit, sondern das ist etwas, das ich jeden Tag wie eine Pflanze pflege und wie eine kleine Blume. Genau. Aber durch die Pandemie oder durch diese Krise ist es ja so, dass Paare und ja viel mehr zusammen sind, als sie das üblicherweise sind. Anfang einer Beziehung, natürlich versucht man jede Minute miteinander zu verbringen, man fährt in Urlaub, dort ist man die ganze Zeit zusammen, aber ansonsten, wenn das normale Leben unter Anführungszeichen wieder beginnt, dann muss man ja arbeiten, also man sieht sich nicht den ganzen Tag, jetzt ist man im Homeoffice, unter Umständen hat man sogar noch Kinder zu Hause, das ist ja doch dann eine ganz neue Situation. Genau, das meine ich damit, dass diese die neuen Situationen, die neuen Herausforderungen, Belastungen, die kommen dazu. Also wenn ich als Paar vorher nicht gut auf uns geachtet habe, auch wenn ich als einzelne Person nicht gut auf mich geachtet habe, nicht weiß, wie ich mich regulieren kann, zum Beispiel. Viele Regulationsmethoden sind ja durch die Beschränkungen weggefallen. Also der ganze Sportsektor zum Beispiel, dann dieses auch Freunde zu treffen, die Arbeitskollegen wirklich persönlich auch wieder zu sehen, das ist alles weggefallen. Das heißt, wir sind hier sehr gefordert. Und vielleicht ist es vergleichbar mit einem Bankkonto. Wenn ich da ein bisschen ein Polster habe, wenn ich da was einbezahlt habe, dann überstehe ich auch eine Krise eher. Also erleben jetzt ja auch viele Selbstständige und auch sonstige, auch sonstige Menschen, die in Kurzarbeit oder sonstiges sind, ein bisschen was auf der Seite zu haben, das beruhigt. Und so sehe ich es auch mit der Selbstfürsorge, mit den, nennen wir es Kompetenzen, mit den Fähigkeiten, was tut mir gut. Und da hat sich ja auch diese Zeit, das ist das letzte Jahr, haben viele Neues entdeckt, sei das die ganze Welt ist spazieren gegangen. Also es war ja unglaublich. Plötzlich waren überall Menschen. Man hat so den Leuten auch angesehen, fast wenn sie ihre ersten Dates auch hatten, die sie vielleicht online vereinbart haben. Und statt dass man in eine Bar geht, geht man miteinander spazieren.
Paare haben keine Ahnung, wie viele Netflix-Folgen miteinander angesehen, wenn sie die Zeit dazu hatten. Man ist vielleicht mit den Kindern mehr rausgegangen. Und was ich schon auch interessant finde, was aus einer Langeweile auch entstehen kann. Also damit ich was Neues entwickle, muss ich ja auch zuerst einmal Platz schaffen, um nachzudenken, um in mich hineinzuspüren. Und auch dafür war jetzt ein bisschen mehr Zeit vielleicht. Wie findet man heraus, oder sollte man es einfach wissen, wie viel Zeit man gemeinsam verbringt und wann man sich Zeit für sich selbst auch mal nimmt? Ich glaube nicht, dass es da so eine goldene Regel in dem Sinn gibt, sondern die Kunst ist es, zuerst einmal das bei sich selber herauszufinden, was mir gut tut, wie viel Nähe möchte ich haben, wie viel Distanz brauche ich, wie viel Zeit für mich selber brauche ich auch. Und das dann mit dem Partner oder der Partnerin auch abzustimmen. Also es ist sicher nicht gesund, 24 Stunden aufeinander zu sitzen. Und das war wahrscheinlich für Familien, die in beengten Wohnverhältnissen zu Hause sind, mit den Kindern zu Hause, sicher eine sehr große Herausforderung. Ich habe von einigen Paaren auch gehört, dass sie die Räume neu genutzt haben. Das Schlafzimmer wurde für eine Person zum Homeoffice oder wo man irgendwie Telefonkonferenzen gemacht hat. Also wie kreativ die Menschen werden, das finde ich ja, das fasziniert mich jeden Tag. Und ich finde, das ist auch vielleicht etwas, was uns Menschen ausmacht, dass wir so schnell uns an neue Situationen anpassen können und Neues dazulernen können. Wie sieht es eigentlich mit Zeitensprüngen aus in der Pandemiezeit? Ist es ein Problem? Ist es ein gewachsenes Problem oder ist es weniger Problem, weil wir hatten einen Lockdown und eigentlich hätten wir gar nicht raus dürfen? Naja, ich habe kürzlich gelesen, dass die Monogamie etwas gestiegen ist, weil einfach die Möglichkeiten, sich zu treffen und auch die Angst vor Ansteckungen größer war natürlich als sonst. Ich glaube, die Menschen gehen auch jetzt fremd. Also das ist noch einmal, oder? Ich denke, die Menschen leiden nicht an völlig neuen Problemen, sondern die tragen die Probleme, die sie vorher hatten, mit. Und da zeigt sich, je mehr Kompetenzen, je mehr Ressourcen ein Paar vorher hatte, umso besser kommt es auch durch die Krise. Funktionieren andere Beziehungsmodelle als die klassische Monogamie vielleicht besser oder nur Freunde plus oder ähnliches? Ob die besser funktionieren? Ja. Müssten wir eine Studie machen? Ich glaube, das ist so unterschiedlich, wie wir Menschen unterschiedlich sind. Und was ich auch erlebt habe, dass Paare, die das auch, die da Erfahrungen machen, ihre Beziehung zu öffnen, oder also das ist schon was für Fortgeschrittene. Also das ist ein Modell, das bei uns oder so ziemlich schnell abgewertet wird oder eher nicht als macht es glücklich auf die Art, oder? Also diese polygamen Beziehungen zu führen. Ich glaube, da tut sich jetzt auch was mit der neuen Generation, mit den Jugendlichen jetzt, die finden vielleicht für sich da auch neue Formen, die ihnen gut tut. Und das ist auch die Aufgabe der Jugend in jedem Jahrhundert, dass die sich gegen uns ein bisschen, gegen unsere Konventionen auf den Weg machen. Genau. Wir müssen leider langsam zum Schluss kommen. Aber nur eine Frage, jetzt haben wir heute gehört, Mitte Mai wird wieder geöffnet oder weitere Öffnungsschritte. Sehen Sie da wieder auch einen positiven Effekt auf viele Beziehungen, weil sie wieder raus können, gemeinsam essen gehen können? Also wir sind in der Modellregion, also wir sind eh schon bevorteilt, aber es wird noch weitere Möglichkeiten geben. Wird sich das auch auf unsere Beziehungen, Paare auswirken? Ich glaube schon. Also was ich auch gehört habe schon aus den Erzählungen von den Paaren, dass sie es sehr genießen, wieder in ein Restaurant zu gehen, wieder auf einen Kaffee miteinander zu gehen. Und der große Unterschied zu davor, sage ich einmal, das wird jetzt wieder zelebriert. Also man geht nicht noch schnell irgendwo hin, sondern das muss geplant werden. Man geht vielleicht gemeinsam zuerst zum Corona-Test, dann überlegt man sich, welches Restaurant, dann muss man dann einen Termin ausmachen. Also da steckt mehr Planung dahinter. Da steckt auch vielleicht dann in dieser Vorbereitung schon die Vorfreude darauf dahinter. Und das ist etwas, das wir ja auch aus den Anfängen von Beziehungen erkennen, dass man Dinge wieder bewusster plant, wieder achtsamer Dinge unternimmt. Und das tut jeder Beziehung gut. Klar, je mehr Achtsamkeit, je mehr ich, vielleicht auch Langsamkeit, die Geschwindigkeit zu drosseln.
Und ich glaube, die Paare freuen sich, dass ja, die Möglichkeiten werden wieder größer, die Beziehung zu pflegen und gut auf sie zu schauen. Die Aussichten sind gut. Der Frühling hat Einzug genommen. Der Sommer steht hoffentlich bald vor der Tür. Genau. Ich bedanke mich recht herzlich für die Zeit und das Gespräch. War sehr Danke auch. spannend. Hoffen wir können, dürfen Sie wieder mal hier im Studio Sehr begrüßen. gerne. Gibt ja noch viel Und zu erzählen. gibt noch viel zu erzählen, ja. In dem Fall ein schönes Wochenende und vor allem bleiben Sie gesund. Danke, Sie auch. Dankeschön. Wiederhören. So, meine Damen und Herren, und wir wechseln jetzt das Thema und kommen zu Dominik Kofalka, dem Geschäftsführer und Gründer von Reintrieb. Eine Meldung hat er gestern auf Volle.de auch für viel Interesse gesorgt und für extrem viele Aufrufe. Und zwar, das war, dass Reintrieb ein wassergeschmiertes Getriebe entwickelt hat, das erste Tests bestanden hat. Und jetzt ist uns live aus Wien zugeschaltet Dominik Kofalka. Vielen Dank für die Zeit. Einen schönen guten Abend, das vom Spittelberg in Wien ins Ländle. Grüß Gott. Und unverkennbar ist, die Firma ist zwar in Wien und Sie sitzen in Wien, aber Sie sind ein waschechter Vorarlberger. Ja, so tät ich sagen. Ein Vorarlberger in Wien seit bald 30, na, über 30 Jahren mittlerweile. Ja. Herr Kofalka, wie ist denn die Idee entstanden, ein wassergeschmiertes Getriebe zu entwickeln? Vor über 20 Jahren hat dem Schwiegervater meines Bruders ein junger Schiffsinspektor auf einer Schiffsmesse bei einem Fachgespräch einen, ja, sagen wir, einen entsprechenden Hinweis gegeben, hat gesagt, nach dem Motto, also wenn er für diesen das Problem bei unserem Antrieb, nämlich dem Ölaustritt, mal endlich was erfinden könnten, das hundertprozentig hebt, das wäre schon eine tolle Sache. Und das hat einen Dominoeffekt ausgelöst, der 20 Jahre später dafür gesorgt hat, dass wir jetzt miteinander reden heute Abend. Und wie ist es dann eigentlich weitergegangen? Vielleicht können Sie so kurz was zu Ihrem Background sagen. Sind Sie Techniker? Sind Sie ein Daniel Düsentrieb, ein Erfinder, Nein. der da selbst Hand angelegt hat? Nein, nein, mein Hintergrund ist tatsächlich sind wir Kollegen, weil ich bin praktisch von der Schule weg zum Radio Gelindau und habe dann später beim Kurier in Wien gearbeitet. Also ich bin eigentlich gelernter Journalist. Und als Journalist lernt man ja als oberste Disziplin Check, Recheck, Double Check. Also man lernt, also wenn man das Geschäft ernst nimmt. Und das heißt, Kommunikation ist mein Geschäft. Später habe ich eine Unternehmensberatung gegründet, die sich spezialisiert auf Kapitalmarktkommunikation, also auf Neudeutsch Investor Relations. Ja, und weil ich weder Techniker noch Wirtschafter war, habe ich immer blöde Fragen stellen müssen. Das habe ich gelernt als Journalist. Und das hat aber dazu geführt, dass ich mir die Dinge so erklären habe lassen, dass auch ich sie verstanden habe. Und dann konnte ich sie auch journalistisch weitervermitteln, so dass es, wie mein Lehrer, der Herbert Hufnagel, beim Kurier gesagt hat, ich verstehe es, aber versteht es die Frau Wampel in Otterkring? Und das war ein ganz guter Leitfaden. Wie sind Sie denn an die Sache herangegangen? Wer ist denn der technische Mastermind hinter der ganzen Geschichte? Der technische Mastermind ist der Diplom-Ingenieur Siegfried Leiss, ein älterer Techniker aus, ja, man kann sagen, ein Altösterreicher, weil er ist in Marburg, also im heutigen Maribor, in der Untersteiermark geboren und hat dann später in Deutschland studiert und lebt heute in Rheinland-Pfalz. Und er, der Vincent, ich war ja recht nah bei ihm und hat mir dann erzählt, dass er unglaubliche Patente in der Schublade hat oder Ideen für Patente, die er nicht mit seinem bisherigen sehr reichhaltigen Ingenieursleben nicht verwirklichen konnte. Und das haben wir dann im Jahre 16 in Angriff genommen gemeinsam. Und so hat die Geschichte begonnen. Wie ist es denn weitergegangen? Ich kann mir vorstellen, wenn man dann sowas sagen will und sowas entwickeln will, Prototypen entwickeln will, und so weiter, das kostet ja alles ziemlich viel Geld. Also, wie waren da, ich nehme an, Sie werden Investoren haben, weil irgendwann wird es, je nachdem, wie groß das eigene Börserl ist, aber vielleicht auch nicht mehr reichen. Aber wie haben da Ihre Investoren auch reagiert? Naja, bevor wir zu den Investoren gekommen sind, muss man ja zuerst ein paar Schritte vorher machen. Und jetzt, wenn Sie sich vorstellen, dass ein Kommunikationsmensch hergeht und versucht, Ingenieure oder Mitstreiter zu bekommen für eine Idee, Wasser ins Getriebe zu schütten, dann können Sie sich ungefähr vorstellen, dass man diese Handbewegung relativ oft sieht.
und auch also von jungen Eliteabsolventen der Technischen Universität in Wien, in meiner eigenen Wiener Familie, die haben mich relativ mitleidig angeschaut und gesagt, gell, du bist kein Techniker. Also es war uns klar sehr früh, dass das eine ziemlich wahnsinnige Geschichte ist. Dennoch haben wir unserem Ingenieur geglaubt, weil der andererseits ein ziemlich, ziemlich außergewöhnlicher Techniker ist und ein Erfinder mit vielen Patenten. Mhm. Also damit man Investoren überzeugen kann, habe ich gedacht, ich brauche einen unverdächtigen Kronzeugen. Und dann habe ich das gemacht, was ein guter Journalist macht. Ich habe mich hingesetzt und habe mal recherchiert, wo befindet sich das wissenschaftliche, also das Wissenschaftsinstitut Nummer 1, wenn es um Getriebe und Zahnradbau geht. Und irgendwo war es dann, bin inzwischen der Uni Aachen, aber es war dann wenig überraschend, die Technische Universität München, kein Wunder, 75% aller Getriebe weltweit kommen aus dem Süddeutschen, aus dem Alpenraum. Das ist unser Thema wirtschaftlich, das ist etwas, das bei uns wirklich, da ist das Know-how da. Und in München gibt es das FZG-Institut, und dort sind die führenden Zahnradexperten der Welt. Und die haben wir dann angerufen und gesagt, grüß Gott, zur Falke, ich käme gern mit der Wasserschmierung. Der Dr. Michaelis, der dort der Silberrücken ist, das ist auch der Wissenschaftler, der das Fressen der Zahnräder in den 80er Jahren enträtselt hat, also ein ganz berühmter Mann. Und der hat gesagt, na ja, Sie können schon kommen mit Ihrer Wasserschmierung. Mhm. Also die fanden das recht amüsant. Mhm. Als wir dann im 16. Jahr gegründet haben, das hat dann eine Zeit lang gedauert, auch mit dem Geld zusammenkratzen und das aufzubauen, aber zu Drei König 18, also unmittelbar nach Weihnachten, war es dann soweit und wir sind dann rauf und haben dann die ersten FZG-Tests gemacht und siehe da, also mit unseren 3D-gedruckten Zahnrädern sind wir voll so aus der Kurve geflogen, das war nichts, war eine Schnapsidee, aber andere unserer Zahnräder haben diesen Test bestanden. Und dann ist das bei den Bayern zunächst einmal das Lachen vergangen, weil damit hätten sie nicht gerechnet. Mhm. Ja, und so hat dann die Geschichte begonnen. Mhm. Und jetzt ist das Wasser geschmiert, also sprich, wo könnte man denn das überall eigentlich einsetzen? Grundsätzlich überall dort, wo zunächst einmal der Eintritt von Wasser ins Getriebeöl nicht erwünscht ist. Und das ist, und das wird wenig überraschend, in der Marineindustrie so. Von meinem Bruder weiß ich und von unserem Ingenieur, von unserem Chefingenieur von Siegeleis weiß ich, dass der Eintritt von Wasser ins Getriebeöl, also viele dieser Getriebe sind ja unter Wasser. Also wenn Sie an die Ruderpropeller denken, die sozusagen unten am Schiff, das sind diese Düsen, wo ein Propeller drin ist. Und da ist ein Unterwassergetriebe drin und das muss natürlich absolut dicht sein, aber das ist dort an dieser Stelle auch höchsten Belastungen ausgesetzt. Und nur wenn 0,1% Wasser ins Getriebeöl kommt, dann führt das bereits zu einem dramatischen Schmierabfall. Also das ist so ein bisschen wie der Salatsauce, dann haben wir eine Emulsion. Und dann, wenn der Chief im Maschinenraum nicht sofort am Geräusch merkt, wie der Dirigent bei seinen Geigen, dass irgendwas nicht hundertprozentig hin hat, dann haben sie sehr schnell einen Getriebeschaden bzw. einen Betriebsausfall. Und das kann je nach Schiffsgröße, ob es jetzt die Yacht vom Herrn Doktor am Bodensee ist oder die Vorarlberg oder die Hotwil oder eben die größere Nummer von meinem Bruder auf hoher See, das kann ziemlich schnell ins Geld gehen. Und das ist in Wahrheit der wirtschaftliche Grund, warum es uns gibt. Mhm. Der zweite Grund, den haben wir aber auch alle nicht gern und der wird auch teuer, das ist, wenn es Öl rausgeht. Und jeder, der am Bodensee ein Schiffle hat oder mal schon weggefahren ist, der hat das schon mal vielleicht erlebt. Du bist irgendwo drin, wickelt sich Pflanzer oder ein Plastiksack oder Angelsilch oder ein Netz auf irgendwas, was man nicht will, um den Propeller um und zack, haut es da die Dichtung raus und jeder Hafenmarsch am Bodensee kann bestätigen, denn das wird teuer heutzutage, weil gerade am Bodensee, Trinkwasser, Stichwort, das will man gar nicht. Also, zusammenfassend, überall, wo man nicht will, dass Wasser ins Getriebe kommt und zu teuren Betriebsausfällen führt, einerseits, andererseits überall dort, wo wir nicht wünschen, dass Öl austritt und nicht nur an den Fahrzeug- und Antriebsbau denken, sondern denken wir mal an die Lebensmittelindustrie, die ganzen Maschinen, wenn da die Tiefkühlpizza durchsaust, viele tausend pro Stunde und irgendwo tritt ein bisschen eine Fahrradöl-Aussage, wenn dann die Steinofenpizza ein bisschen rezenter schmeckt, dann tut man vielleicht ein bisschen mehr Würze drüber, weil ich nichts gesehen habe, aber oder Pharmaindustrie oder
Wenn wir im Vorarlberg denken, haben wir auch einen bedeutenden Hersteller von Plastik, also Plastikgummi, das ist auch nicht erwünscht. Also es gibt viele Bereiche, die wir noch gar nicht absehen. Aber das Schöne ist, dass unser Patent, das, mit dem wir sehr mit dem Europäischen Patentamt gerungen haben, das wollten sie uns zuerst gerne gehen, weil es so eine verrückte Idee ist. Und dann, wo wir so lang lästig sie sind mit Vorarlberger Sturköpf, halt, dann haben wir es dann endlich gekriegt. Und dann haben sie uns so ans Gehirn, das praktisch alles abdeckt. Also in Zukunft ist jedes Getriebe, das Wassergetriebe, das Wasser geschmiert wird, unseres. Und das ist natürlich interessant für Investoren. Was unterscheidet für einen Laien, was unterscheidet ihr Getriebe oder wo sind da die größten Unterscheidungspunkte zum normalen Getriebe, das ja. Öl geschmiert ist? Wo waren da die Knackpunkte und was ist da der Unterschied? Also die Knackpunkte sind zu viel, das sprengt die Sendung. Okay, dann lassen wir die weg. Ja, die lassen wir weg. Aber bitte, bitte, ganz wichtig, jetzt nicht heimgehen und gleich Öl aus dem Getriebe und Palmolivine und dann nachher das Wasser in die Schütte, dann ist es nämlich hin. Also bitte nicht. Mhm. Das Geheimnis liegt in völlig neuen Materialkombinationen. Also was wir hergenommen haben, und ich habe da was vorbereitet für die Zuschauerinnen und Zuschauer, das Material, was ich Ihnen da zeige, das ist das geheimnisvolle Material, aus dem wir sozusagen unser Reintriebgetriebe gemacht haben. Und wie man hier auch schön sieht, haben wir ausbrochene Zähne. Ich habe da einen da. Und wenn ihr jetzt das in die Hand näher könnten, das ist irrsinnig schwer. Also das hat mit Eisen und Stahl genau nichts zu tun. Das ist ein ganz geheimnisvolles Material. Mhm. Wobei so geheimnisvoll ist es auch wieder nicht. In Wahrheit wird es jeder von eurer Zuschauer und Zuseherin daheim haben, wenn man mal in die Bohrmaschine kastet, bei der Bohrmaschine schaut, und dort gibt es ja die Bohrköpfe. Und dort sind immer meistens ein paar dabei, die kommen durch Stahl durch, und dort sind wir dann schon ganz nah bei unseren Sachen. Aber es ist noch nie einer auf die Schnapsidee gehabt, daraus Getriebezahnräder zu machen. Übrigens, es wird auch in der Rüstung sehr stark verwendet. Und dort, also viele mit der Forschung und Entwicklung haben oft das Problem gehabt, dass man classified. Also wenn man natürlich Granaten und Raketen und Sprengköpfe draus macht, die Stahl und zerschlagen oder ganze Blöcke platt machen, dann ist das natürlich ein recht robustes Material. Dieses Material ist ein Zwitterwesen zwischen Metall und Keramik. Und jeder, der jetzt im Lehrbuch schon mal eine Kaffeetasse an den Kopf geschossen gekriegt hat, der weiß aus schmerzhafter Erfahrung, Keramiktasse ist Hirt, wenn sie auf den Boden fällt, ist sie in 1000 Stücke, weil sie ist nicht elastisch. Wenn man aber stattdessen einen Metallbecher nachgeschossen bekommt, dann hat sowohl der Kopf als auch das Parkett ein Loch. Und weil das Metall ist elastisch. Das heißt, das Geheimnis unseres Erfolgs bestand ursprünglich aus zwei Komponenten, nämlich aus der Härte und der Elastizität. Da muss man wieder hier schon im Kitzbühel oder am Lechtdarm die ideale Linie wie im Slalom zwischen Härte und Elastizität bekommen. Das ist das Geheimnis des Erfolgs. Aber es gibt noch eine dritte. Also man würde sagen, die Wasserschmierung ist eine Dreifaltigkeit. Und die dritte im Bunde ist die böse Schwester, nämlich die Korrosion. Mhm. Und die kann ziemlich zuschlagen, auch in unseren Hartmetallen. Mhm. Und das Geheimnis des Erfolgs ist die Härte einerseits, die Elastizität und die Korrosion im Griff zu kriegen. Wenn Ihnen das gelingt, denn das ist uns gelungen, dann haben Sie sozusagen den Stein, da haben Sie es geknackt. Und denn ich entnehme Ihren Ausführungen, dass dieses System also auch grundsätzlich dafür geplant ist, dass man es sowohl im Meer als auch im Süßwasserbereich einsetzen könnte und zudem sogar im Marinebereich, also für Schiffe, als auch irgendwo in der Produktion in Firmen. Überall, wo Sie ein Getriebe, Schnecken, und sonstige, also die Übertragung von Kraft machen wir so ein bisschen allgemeiner. Ja, unser Thema ist nicht der Motor und andere Dinge, sondern die Übertragung der Kraft, also sprich das Gestänge aus dem Motor, die also entweder auf irgendwie Räder oder Flugzeugpropeller oder Schiffsantriebe gehen, aber auch Küchenmaschinen, you name it. Ja, also das überall dort, wo die Übertragung von Kraft hinkommt, und das ist natürlich sehr, sehr spannend. Und gibt es da überhaupt keine Mitbewerber in Nein, wir sind, und das ist
Im Vorarlberg darf man sagen, das Gurtl hat unser Kle. Wir sind tatsächlich weltweit die Ersten. Das haben uns sowohl unsere Forschungspartner in München als auch in Wiener Neustadt. Wir arbeiten da mit dem österreichischen Exzellenzzentrum für Tribologie. Also wir sind in Brüssel, haben eine Horizon 2020 Förderung gekriegt und gelten damit als Eliteforscher in der EU, was uns schon freut. Und tatsächlich haben wir an jeder Hand Weltklasse Forschungsteams, die mit uns an diesen Themen arbeiten, mit großer Begeisterung. Es ist ein bisschen so, muss man sich das vorstellen, wie wir haben einen neuen Kontinent entdeckt. Der war vorher unbekannt im Maschinenbau. Das ist der Kontinent der Wasserschmierung. Und zum Unterschied von Kolumbus ist aber dort wirklich noch niemand. Das heißt, es ist völlig terra incognita. Und unsere Aufgabe muss sein, als Reintrieb diesen neuen Wissenskontinent in Windeseile zu erschließen und für die Allgemeinheit zugänglich zu machen. Weil das ist, wenn Sie daran denken, die ganze Menschheit hat jetzt 150 Jahre lang eine Riesenparty auf Erdöl und Kohle basierend gemacht. Das war auch gut, weil es hat einen unglaublichen Entwicklungsschub in der Gesellschaft gegeben und einen unglaublichen Wohlstand gebracht, einerseits. Andererseits haben wir unglaubliche ökologische Probleme bis hin zu einem drohend kippenden Klima. Mhm. Und vor diesem Hintergrund muss man unsere Arbeit sehen. Und das war tatsächlich auch ein ganz wichtiger Motivator, der uns sozusagen vorangetrieben hat. Weil unser Thema ist hochgradig sustainable, also nachhaltig. Mhm. Weil Sie müssen sich überlegen, es beginnt einmal schon, wenn man sagt, was hat Schmieröl mit dem Klima zu tun, das ist ganz einfach. Die gesamte Lieferkette des Schmieröls wird dadurch hinfällig. Sie müssen es nicht mehr aus der Erde holen, Sie müssen es nicht mehr besorgen, Sie müssen es nicht mehr lagern, Sie müssen es nicht mehr transportieren, Sie müssen es nicht mehr innigen, Sie müssen es nicht mehr entsorgen. Wer von uns, außer Handvoll Spezialisten, weiß denn schon, wie Schmieröl, wenn man Öl wächst, kurz gesagt, auch Greta würde sich freuen. Das hoffe ich. Auch wenn wir einen kurzen Blick in die Zukunft werfen. Also wenn alles so läuft, wie Sie sich das wünschen und vorstellen. Was ist das Businessmodell oder dahinter ist denn so, Sie stellen im Prinzip, man kann dieses Patent lizenzieren oder wie auch immer, weil Sie werden ja wahrscheinlich nicht in irgendeiner Produktion gehen und Getriebe für alle möglichen Anwendungsfälle herstellen. Das ist sehr richtig, sondern wir haben von Anfang an gesagt, unser Businessmodell ist das eines Know-how-Trägers. Wir wollen mit einem kleinen, spitzen Team von begeisterten Forschern, Entwicklern, Technikern, jungen Technikerinnen bitte, für alle, die zuhören. Wir sind jetzt nach der nächsten Kapitalrunde, werden wir ein wirklich erstklassiges Team aufbauen und unser Team wird diesen Kontinent der Wasserschmierung in Windeseile gemeinsam mit unseren Forschungsteams und ganz, ganz wichtig unseren industriellen Forschungspartnern. Die sind ganz wichtig und wir sind sehr stolz, dass wir da einige davon, unter anderem Weltmarktführer im Vorarlberg haben. Das hat uns wollte gerade fragen, ob es auch Partner im Vorarlberg gibt. Absolut, absolut. Ganz, ganz wichtig. Und da hat der Alemannen-Spirit völlig zugeschlagen. Also das waren super Gespräche nach dem Motto mit einem sehr bekannten am Weltmarkt Hersteller von Kränen zum Beispiel. Da hat man einen Top-Manager gesagt, wissen, dass was ihr macht, ist super. Jeder schreit nach Innovation. Wenn sie denn kommt, sind alle unterm Stor. Ihr macht das super. Und wir sind Weltmarktführer, wir werden es bleiben. Deshalb unterstützen wir euch, machen wir miteinander. Das ist natürlich super, genau das ist es. So soll es laufen. Jetzt muss ich noch eine abschließende Frage stellen, und zwar, Sie haben es selber angesprochen, Ihr Bruder ist Kapitän auf Kreuzfahrtschiffen, haben wir auch schon auf Vollerte berichtet. Hat man Sie dort auch schon auf dem Radar, weil Sie selber gesagt haben, es ist ja schon in der Marine? Ja, absolut. Die sind sehr begeistert von dem, was wir tun, unterstützen uns. Und im Marine-Business haben wir für unseren neuartigen Schiffsantrieb, der wird dann später auch mit Wasser geschmiert, ist aber eine zweite Patentfamilie, die ist aber näher am Markt als die Wasserschmierung. Und dort haben wir bereits mit einem sehr prominenten britisch-niederländischen Schiffsantriebshersteller, einen sehr traditionellen, einen Deal. Und wir hoffen, dass, wenn die Finanzierung jetzt die nächste Runde gut klappt, dass wir bereits im nächsten Winter im schönen Hamburg unsere ersten Testfahrt mit einem tollen Reintrieb-Prototypen machen werden. Und das freut uns natürlich.
Und dann als letzte Frage, weil es wahrscheinlich jetzt viel interessiert, dass man da noch mit investieren kann, kann da jeder bei Ihnen noch investieren und teilhaben? Jeder nicht. Also wir brauchen für die nächste, wir werden jetzt am Donnerstag, am Montag und am Dienstag noch einmal eine Firmenklausur haben, aber wir werden jetzt für den nächsten Schritt mehrere Millionen brauchen, aber ich denke doch im einstelligen Bereich. Und dort sind allerdings visionäre Investoren noch gefragt und da sind wir durchaus offen. Wir haben eine Longlist im Moment von potenziellen Investoren, aber da sind wir durchaus noch offen. Und ich würde sagen, ab der zweiten Wochenhälfte nächste Woche kann man uns jederzeit kontaktieren, wer Interesse hat. Und Vorarlberger Visionäre sind da besonders gefragt, selbstverständlich. Das werden wir ganz genau mitverfolgen und sehr spannend. Ich bedanke mich recht herzlich für Ihre Zeit, wünsche schöne Grüße nach Wien. Vor allem Danke, ein schöner Gruß ins Ländle. Es hat mich sehr gefreut für die Einladung. Dankeschön vielmals und ein schönes Wochenende miteinander. Danke. Und Danke. wir wechseln das Thema. Am Donnerstag wurde ein Schulterschluss von Land Vorarlberg, FH Vorarlberg und dem AIT, Austrian Institute of Technology, präsentiert. Worum es da genau geht und wie dieser zustande gekommen ist, darüber dürfen wir jetzt mit dem AIT-Aufsichtsratsvorsitzenden und seines Zeichens auch einst jüngsten Finanzminister Österreichs, Dr. Hannes Andrusch, sprechen. Vielen Dank für den Besuch bei Vorarlberg Live, Herr Dr. Andrusch. Herr Dr. Andrusch, wie ist es denn zu dieser Forschungszusammenarbeit zwischen dem AIT und dem Land Vorarlberg bzw. der FH Vorarlberg gekommen? Also vor einiger Zeit hatten wir eine zusätzliche Aktivität in Oberösterreich mit Profacta in Steyr, heute in aller Munde, gefunden. Und das hat mich auf die Idee gebracht, zu sagen, schließlich heißen wir Austrian. Also warum nicht auch in Vorarlberg mit einer sehr blühenden Industrie, worauf ich den Herrn Landeshauptmann angerufen habe und ihm diesen Vorschlag zur Überlegung gegeben habe, dass wir vielleicht hier in Vorarlberg zur Unterstützung der Industrie in Vorarlberg gemeinsam eine solche Aktivität für Forschung, Innovation und damit verbundener Ausbildung von qualifizierten Personal, das man braucht, in Angriff nehmen. Und das hat ihm gefallen und anderen auch. Und nach relativ kurzer Zeit konnten wir das Ergebnis, die Geburt sozusagen dieser neuen Initiative begehen und wird in kurzer Zeit seine operativen Aktivitäten aufgreifen. Warum ist denn betriebsnahe Forschung so wichtig? Ja, wir leben in einer wettbewerbsgetriebenen und damit von Neuerungen bestimmten industriellen Gesellschaft, aber wir leben auch in im digitalen Zeitalter und wir brauchen aus vielen Gründen in vielen Bereichen die Automatisierung durch Roboter und das Verhältnis Industrie 5.0, also Mensch und Maschine. Also es gibt eine ganze Reihe von Gründen, warum man hier bei diesen Möglichkeiten zur Sicherung von Beschäftigung und damit Wohlstand dabei sein muss. Und das setzt voraus, dass man das entsprechende Personal zur Verfügung hat und dass man durch Forschung die entsprechenden Ergebnisse und die rasche Entwicklung von Impfstoffen zur Bekämpfung von der Seuche Covid-19 hat ja bewiesen, wie wichtig Forschung war und ist. Wenn ohne die jahrzehntelange vorangegangene Forschung durchbrechende wie DNA oder Genomsequenzierung oder viele kleine Schritte, wäre es nicht möglich gewesen, in so kurzer Zeit diese Impfstoffe zur Verfügung zu bringen. Das AIT hatte mehrere Standorte in Österreich. Vorarlberg war sozusagen noch ein weißer Fleck. War es auch darum besonders interessant, hier etwas zu machen? Na, weißer Fleck hat schon gestimmt diesbezüglich, aber es war auch deswegen interessant. Ich habe in den 70er Jahren als Finanzminister erlebt, die Monotextilstruktur des Landes und mit Bewunderung registriert und begleitet als CA-Generaldirektor, wie sich das erfolgreich gewandelt hat. Und daher war mir klar, dass für die weitere Entwicklung im digitalen Zeitalter das sicherlich eine ganz
wichtige und notwendige Unterstützung ist. Und ich bin mir sicher, dass die Vorarlberger Industrie von dieser Möglichkeit zunehmend und intensiv Gebrauch machen wird. Also eine meiner Firmen, wo ich beteiligt wird, in die AT&S, arbeitet schon jetzt mit der Fachhochschule Dornbirn zusammen, aus Leoben. Wie viele Mittel werden denn da eingesetzt von also Handel und IT? Zum Start 5 Millionen, also die Hälfte zahlt das Land, die andere Hälfte bringt das AET bei und wenn es funktioniert, ist das sicher ausbaufähig. In Vorarlberg wird ja immer wieder beklagt, dass es keine Universität gibt. Ist es daher jetzt umso wichtiger, dass so Bildungsinstitutionen wie die Fachhochschule mit Unternehmen wie dem AIT zusammenarbeiten? Ja, Universitäten ist noch einmal was anderes und braucht ein ganz anderes Einzugsgebiet. Und im erweiterten Einzugsgebiet gibt es ja in Zürich und St. Gallen und Karlsruhe und München. Aber es gibt etwas dazwischen und auch zwischen HTIs und Universitäten und das, dafür sind die Fachhochschulen ja schließlich auch geschaffen worden und erfüllen eine wichtige verbindende Aufgabe. Sie haben noch selbst gesagt, dass das relativ schnell umgesetzt wurde. Auch der Landeshauptmann hat es am Donnerstag bei der Präsentation gesagt, da ist gleich Handschlagqualität da und das ging ratzfatz. Ist das auch etwas, das Sie an der Vorarlberger Mentalität vielleicht schätzen? Ja, aber so gehört es ja. Just do it, nicht? Nicht yes, we can, möglich, aber nur die Möglichkeit genügt ja, sondern die Umsetzung, das Tun. Was ja in weiten Bereichen es derzeit und schon länger mangelt. Also wir sind ein Beispiel, dass man auch an das Morgen oder den Morgen denken und nicht nur was die Infektionszahlen herumreichen, die auf ungenügenden Statistiken beruhen. Nicht? Wir müssen ja an die Zukunft denken auch. Sie sind bekannt dafür, dass Sie an die Zukunft denken und sich immer sehr auch für Bildung und Schule eingesetzt haben. Jetzt ist es 10 Jahre her oder knapp 10 Jahre, dass Sie das Bildungsvolksbegehren gestartet haben, das ja fast 400.000 Österreicher unterschrieben haben. Was hat sich da in den letzten 10 Jahren getan? Hat sich etwas getan aus Ihrer Sicht oder hat sich zu wenig getan, dass sich auch eben Wirtschaft und Industrie immer stärker einschalten müssen? Also im Bildungswesen hat sich, wenn was getan, nur, dass es schlechter geworden ist. Und in den letzten Jahren wurden Maßnahmen vor allem im Volksschulbereich gesetzt, der Rückschrittlichkeit. Also was wir dringend brauchen, sind, und das schon im vorschulischen Bereich und im frühkindlichen Bereich, angesichts der Tatsache, dass 70% der Mütter berufstätig sind, brauchen wir Ganztagsbetreuung und im Schulbereich verschränkte Ganztagsschulen. Das ist dringendst notwendig. Und das Nächste, was wir brauchen, dass endlich die Schulen digital ausgestattet wird. Wir leben noch in der Kreidezeit im wahrsten Sinne des Wortes, auch deswegen, weil 70% der Lehrerschaft nicht oder gar nicht digital alphabetisiert sind. Sie haben ja unlängst eine düstere Bilanz gezogen, dass Österreich sei sitzen geblieben. Hat sich überhaupt nichts zum Positiven gewendet oder reden wir immer nur zu viel über Bildung oder auch die Politik zu viel über Bildung und lässt ihm einfach keine Taten folgen? Ja, die Politik redet sicherlich zu viel, vor allem mit leeren Ankündigungen, denen keine Taten folgen. Und Bildung ist ein ganz wichtiger Zukunftsfaktor, denn es geht um unsere Kinder und ihre Talente. Und wir müssen als rohstoffarmes Land den Talentepool ausschöpfen. Und das muss die Schule und die vorschulische Betreuung tun. Und da sind wir eben rückständig und Nachzügler. Und es wäre höchste Zeit, dass wir aufholen. Jetzt gibt es einen ungeheuren Druck auf die Gymnasien. Viele Eltern wollen ihre Kinder auf die Gymnasien schicken. In Vorarlberg hat man schon 2015 eigentlich beschlossen, dass man das Modellregion auch für die Gesamtschule sein möchte. Das ist mittlerweile offensichtlich vom Tisch. Wer sind hier die Verhinderer? Weil in Vorarlberg haben wir ja eine schwarz-grüne Regierung zum Beispiel. Ja, wir haben Regierungsmitglieder. Wenn mein Verständnis ist, dass Regierung vom Regieren kommt, dann haben wir
eine Präsentationstruppe, aber keine Regierung, die was tut. Aber das ist eine andere Geschichte. Selbst die Initiative von Vorarlberg, und die kam also von ÖVP-Seite, wurde in Wien von ÖVP-Seite abgewürgt. Und das haben wir schon einen Hauptgrund, warum so überhaupt nichts weitergeht. Die Lehrergewerkschaften sind auch nicht hilfreich und das behindert die jungen Lehrerinnen und Lehrer, die bereit wären, etwas zu tun. Und so stellen wir uns auf dem Gebiet, wie auf anderen Gebieten auch, Klimaschutz, wo gerade der Rechnungshof heftig kritisiert, stehen wir uns selbst den Weg, das zu tun, was längst notwendig wäre und was immer notwendiger wird, weil wir immer mehr zurückfallen. Jetzt haben wir die Corona-Krise. Unsere Kinder mussten von heute auf morgen ins Distance-Learning. Zum Teil dürfen sie jetzt wieder in die Schule, Volksschulen etc. Hat uns diese Krise jetzt auch vorgeführt, dass wir viel verpasst haben und auch unsere pädagogischen Konzepte einfach nicht angepasst haben? Natürlich, weil im Pflichtschulbereich sind 20% der Schülerinnen und Schüler aus jeglichem Unterricht herausgefallen, weil sie kein iPad haben, zu Hause keinen Internetanschluss, keine E-Mail-Adresse. Das ist ja fast nicht mehr aufzuholen. Das ist eine Katastrophe mit schwerwiegenden Langzeitfolgen. Und noch einmal auf Ihr Gymnasiumbeispiel zurück. Was wir aufführen, ist aus dem Gymnasium eine Gesamtschule, eine halbtägige zu machen. Und ich übertreibe jetzt und spitze zu. Und aus der normalen Schule sozusagen eine Sonderschule zu machen. Na, das kann es ja nicht gewesen sein. Das ist sicher der falsche Weg. Sie mussten als Finanzminister mit dem Bundeskanzler Bruno Kreisky zwei Öl- und eine Währungskrise überstehen. Wie hätten Sie viele. Ja, und Öl. Mehrere. Oder mehrere. wie hätten Sie jetzt in dieser Krise gehandelt? Was wäre jetzt aktuell aus Ihrer Sicht das Dringendste, das man sofort angehen muss und zu tun ist? Ja, sicher die unmittelbare Herausforderung ist durch schwierige Entscheidung, weil unter Vermeidung von möglichsten Vermeidung von Kollateralschäden die Seuche in den Griff zu bekommen und der Impfstoff, wenn man rechtzeitig genügend bestellt hätte, wäre man schon weiter und käme man rasch weiter. Genau das hat man verabsäumt. Aber schon jetzt daran zu denken, dass es ein Leben nach der Pandemiekrise gibt und sich darauf einzustellen und die Initiative jetzt in Vorarlberg mit der Fachhochschule Dornbirn ist ein Beispiel, dass man nicht nur wie das Kaninchen auf die Schlange starrend nur sich mit der Pandemiekrise beschäftigt, muss man, aber darüber hinaus denkt, weil es ja ein Leben danach auch geben wird und geben muss. Jetzt die heimische Wirtschaft leidet ja aktuell auch sehr darunter, dass Rohstoffe nicht verfügbar sind. Zeigt uns das jetzt auch, wie fragil dieses ganze globalisierte System ist? Ja, aber wenn wir nicht globalisiert werden, zum Beispiel Österreich als rohstoffarmes Land, dann wären wir ein armer Schrebergarten. Aber also den Wohlstand, den wir haben, ist ja nur der Globalisierung und dem freien Welthandel zu danken. Große Länder wie die Vereinigten Staaten oder China, die können zur Not vielleicht alleine durchkommen, aber kleine Länder wie die Schweiz und Österreich sicher nicht. Also diese Schreie, dass man viel Grundversorgung selbst oder viele Dinge selbst abdecken sollte im Land und der Staat auch viel eingreifen sollte oder hier stärker agieren sollte, ist das reiner Populismus? Nein, gewisse Sachen muss man eine Katastrophenreserve sichern. Nicht so wie mit der Hygiene Austria, aber in der Richtung. Es kann ja auch nicht sein, dass beim Bundesheer und anderswo 30 unbenutzte Inkubationsgeräte stehen und die Intensivstationen unter Kapazitätsknappheit leiden, also solche Dinge. Das ist sicher notwendig und das gilt dann auch für die Schulen.
und ähnliches mehr. Ich verstehe ja bis heute nicht, warum unser Telefonnetz an Mexikaner gehört, denn die Versorgung Österreichs mit Telekommunikation wurscht ist und nur sein Gewinn ihm interessiert. Also das sind Sachen, wo man sehr wohl an die eigenen Interessen denken muss. Und da ist die Schweiz viel weiter, die hat nicht so viel Grundversorgung privatisiert wie wir. Da haben wir sicher schwere Fehler gemacht. Aber was alles andere anlangt, da sind wir auf den Binnenmarkt und auf den Weltmarkt angewiesen. Und das darf man nicht übersehen. Und wer hätte Grundversorgung, siehe auch Telekommunikation, nicht privatisieren dürfen, aber irgendwas verstaatlichen einfach, ist nicht die Lösung. Die Wirtschaft braucht nicht Verstaatlichung, sondern Aufträge. Nur wenn es Aufträge und Umsätze gibt, gibt es Beschäftigungen und auch Steuereinnahmen. Abschließend muss ich die Gelegenheit nutzen, weil Sie natürlich auch die österreichische Innenpolitik genau beobachten. Jetzt gegen den Finanzminister Gernot Blümel wird ermittelt, der ÖBAG-Chef muss nach aufgetauchten Chats er sagt, er verlängert seinen Vertrag selbst nicht. Was sagen solche Dinge über den aktuellen Zustand der Republik aus Ihrer Sicht aus? Ja, wenn Sie ausländische Zeitungen lesen, zum Beispiel die Zürcher Zeitung, finden Sie die Antwort höchst unbefriedigend. Das meinte ich vorhin, wir haben zwar eine Regierung, aber es wird nicht regiert. Jetzt gibt es vielleicht noch eine letzte Frage, weil es auch noch sehr aktuell ist. Es gibt aktuell schwere Vorwürfe gegen die ÖMV, die anscheinend wo bekannt wurde, dass sie anscheinend Kinder und von Protestaktionen Neuseeland hat ausspionieren lassen. Ist das eine Vorgehensweise, die ein Teil verstaatlichter Betriebe wie die ÖMV wirklich nötig hat, insofern diese Vorwürfe natürlich stimmen? Also, dass ich das gut heiße, werden Sie nicht erwarten. Und ansonsten sollen das die zuständigen Stellen, wenn es notwendig ist, die Staatsanwalt klären. Herr Dr. Androsch, ich bedanke mich recht herzlich für den Besuch bei Vorarlberg Live. Danke für die Gelegenheit und alles Gute den Zuseherinnen und Zusehern. Danke und vor allem bleiben Sie gesund. Danke, Sie auch. So, meine Damen und Herren, das Interview haben wir aus Termingründen vor der Sendung aufgezeichnet. Das war es wieder mit Vorarlberg Live. Vielen Dank fürs Dabeisein und einen schönen Abend und bleiben Sie gesund.